Ich habe mir gestern ein neues Programmiergerät für meinen Smart gekauft. Da könnten wir deinen Zauberstab auch mal anschließen. Das war mit Sicherheit eine gute Idee. Tuning at its best. Hallo Black Painter, grüß dich. Leute, wir müssen was tun. Wir sind nur 73, die gerade zuschauen. Macht's mal bitte einen zweiten Tab auf und macht's einen Stream nochmal auf. Das kann ja nicht sein, dass hier so wenig Zuschauer. Landwirt Mantis hat nachgeheizt. Machen wir sofort. Kiebe! Ja, genau! Sag's ihnen noch, wie das ist. Wer war denn das jetzt schon wieder? Der Delirius. So, so. Danke für die 100 Bits, mein Lieber. Das ist noch nicht weich. Und je öfter das Ende schaut, desto länger dauert's. Aber ich muss es jetzt da reinbringen, das hilft mir jetzt nichts. Scheiße, 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 scheiße. Mal schauen, ob das jetzt hinhaut. Weil da, wenn man nämlich nicht Obacht gibt, dann wird das ganz schnell zu warm, das Zeug. Dann ist die Gefahr, dass die Bitterschokolade bitter wird. So dumm wie sie so hört. Ich weiß echt nicht, was da jetzt genau das Problem war. Ohne Werkzeug brauchst du da gar nicht anfangen. Vor allem, wenn ich es halt jetzt 12 Mal umfüllen muss, dann wird es ja wieder weniger. Man merkt halt einfach, ich bin hier nicht täglich in der Küche, gell? Aber es macht ja nichts. Man lernt ja schließlich täglich dazu. Also in Zukunft wohl noch eher anfangen mit diesem Zeug da. Also unten drin in der Dalle, das ist ja alles schon wunderbar weich. Oder Rest halt noch nicht. Wenn es jetzt aber aufgelöst ist, dann hast du halt da echt ein Problem, gell? Merci. Gedankenspiegel abonniert bereits im 12. Monat. Gedankenspiegel, Dankeschön! Ältes Love. Wow, 12. Monat schon, das ist voll lang. Danke dir. Fette Geschichte hier. Deswegen mache ich das jetzt auch ganz schnell über dem Wasserbad. Und ja, nicht zu lang, weil ansonsten wird es mal bitter, die Scheiße. Das wollen wir natürlich nicht. Amore, Habadere! Schön, dass du reinschaust. Merci dir. Der Storbruch hat heute eine Ladung Knolle gekriegt vom Vormittag. Verstehe! Der Zauberstab hat nicht immer einen Starkstromanschluss. Das stimmt. Aber ich habe heute wieder einen Adapter braucht von 32 Ampere auf 16 Ampere. Damit wir dann die 16 wiederum auf 3 Phasen Lichtstrom übersetzen können. Und habe wieder gelernt, dass man das dann anders absichern muss. Bin zwar kein Elektriker, aber jetzt weiß ich das auch. Merci. Gedankenspiegel hat ein Abos verschenkt. Jawollo, jetzt geht's ab hier. Danke, Gedankenspiegel, für dein verschenktes Abo und den Penninger-Zwitscher, den höre ich natürlich einmal wieder sehr gern. Wer war das? Wer war das? Pina Colada, danke für 100 Bits. Merci dir. So, jetzt wird es schon besser da. Die wunderbar belgische Schokolade. Wir wollen ja da auch keine Klumpen oder sowas drin haben.